Guten Morgen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ach du Schade. To a well, your Jojama customer. Our team members have removed the landslide caused by our drilling operation in the mountain lake. Okay. Jetzt. Finally. Ist die. Der Bergrutsch wurde entfernt. Anscheinend hat der Jojamata wegen irgendwas gebohrt. Und dabei haben die das wohl verschüttet. Und darum konnten wir nicht zur Abenteurergilde. Das heißt, heute können wir zur Abenteurergilde. Wir haben nämlich leider sowieso keinen Topaz. Bedeutet, dass wir auch nicht großartig uns irgendwie da was überlegen könnten, was wir Emily bringen. Das bedeutet, in der Mine könnten wir am ehesten, glaube ich, einen Topaz finden. So, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen will. Bäume pflanzen. Ich hoffe, das wird so. Muss ich die gießen? Okay, es bringt scheinbar nichts. Also ich nehme an, die wachsen von sich. Ich glaube, Bäume brauchen aber sehr lang zum Wachsen. So. Dann düsen wir gerade mal rüber zur Abenteurergilde jetzt. Oh. Hallo. Wie geht's dir? Was ist das für ein Gebäude? Ach, das, ja. Was für eine Augenscheide. Keine Ahnung. Mir fehlen die Worte. Ich bin eigentlich Engländer, musst du wissen. Das ist das Pelican Town Community Center, oder beziehungsweise was davon übrig geblieben ist. Also so gesehen, sowas wie ein Gemeindehaus. Ja, Gemeindehaus, sag ich schon. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer brechend voll mit allen möglichen Aktivitäten. Jetzt, schau's dir an. Es ist eine Schande. Heutzutage verbringen die Jugendlichen lieber ihre Zeit vorm Fernseher, als sich mit der Gemeinde auseinanderzusetzen, meine ich. Ja, genau. Aber hör mir zu, ich klinge wie ein alter Narr. Die Joja-Kooperation hat, ja, sie haben mich fast schon belästigt, muss ich sagen, ihnen das alte Ding zu verkaufen. Damit sie es in ein Warenhaus verwandeln können. Pelican Town könnte das Geld wirklich brauchen, aber irgendwas stoppt mich davon, es zu verkaufen. Ich denke, Oldtimer wie ich sind einfach anhänglich zu Relikten der Vergangenheit. Ach, egal. Wenn irgendjemand noch ein Joja Corporation Membership Mitgliedscard mit freier Cola jeden Dienstag kauft, dann werde ich es einfach verkaufen. Habe ich erwähnt, dass man jeden Dienstag freien Cola bekommt, nur solange der Vorrat reicht. Na komm, lass uns mal reingehen, mein Junge. Das ist sehr cool, weil es ist tatsächlich so, dass man dieses Ding wieder aufbauen kann. Und zwar mit ziemlich coolen Sammel-, also Collectible Games. Was ist das denn? Ich denke, Vincent und Jess haben hier drin gespielt. Naja, die Kinder. Dieser Platz ist sogar mehr also heruntergekommen, als ich mir in Erinnerung hatte. Ja, das ist der Wolle. Was ist das? Was? Was ist denn los? Bist du krank? Hast du was gesehen, ha? Huh? Ich wäre nicht überrascht, wenn dieser alte Schuppen voll mit Ratten wäre. Ha? Sapalot? Was das, Junge? Bro, sieh dir das an, da ist doch was. Du machst mir Sorgen, Oak.
Schau mal, ich sollte jetzt nach Hause, weg von dir, Verrückten. Ich meine, ich brauche was zu essen. Also was zwischen die Kiemen, weißt schon. Soll mir was Kräftiges dazwischen schieben. Irgendeine dicke Wurst oder sowas, weißt schon. Irgendeinen Kolben querlegen. Aber was hinter die Binde kippen, Rohre verlegen, weißt schon. Aber hey, ich lass den Platz derweil mal offen. Also, weiß nicht, vielleicht, wenn du ein bisschen Zeit über hast, kannst du ja die Ratte fangen, ne? Weiß schon, die Ratte mit ihrem Schwanz. Ja, also, ciao. Seltsam. Ja, also, ich sollte zurückkommen und das später weiter untersuchen. Finde ich jetzt aber doof. Ich will da eigentlich jetzt direkt reingehen. Denn ich weiß leider schon von Gronkh, dass wir hier drin etwas finden. Und zwar etwas an dem Spiel, was mich... Also, das war wirklich ein Kaufgrund für mich. Sehr seltsam. Können wir nicht entziffern. Komisch. Es ist tatsächlich so, dass wir dadurch, dass wir das jetzt gefunden haben, morgen... Ja, ich bin schon gespoilert. Das tut mir schrecklich leid. Aber morgen werden wir dann von einem Zauberer... Ja, ihr habt richtig gehört. Von einem Zauberer. Einen Brief bekommen, der uns sagen wird, dass er mitbekommen hat, dass wir im Gemeindezentrum waren. Und uns auf einen Kaffee einlädt. Und wenn ich sage Kaffee, dann meine ich eklige, stinkende Kräuterbrühe. Woraufhin wir dieses Ding freigeschaltet bekommen von ihm. Und es ist so ein Sammelding. Also man kann dann verschiedenste Arten von, also alles mögliche, Fische und alles mögliche sammeln, hinbringen. Und wenn man genug hingebracht hat, also bestimmte Sachen, die man unter bestimmten Umständen bekommt. Wenn man genug hingebracht hat, dann werden diese kleinen Geister irgendwelche coolen Sachen für einen aufbauen. Das ist sehr cool. Hey, alter Mann, was geht? Bro, bin der Neue. Ich war einfach dabei, in diesen Abgrund des Minenschachtes runterzuschauen. Er wurde vor Jahrzehnten verlassen. Einmal, trotzdem ist er wahrscheinlich immer noch gutes Erz unten, Junge. Verstehst du? Aber es ist ein dunkler Ort. Ungestört. Für so lange Zeit. Ich fürchte, Erz ist nicht das Einzige, was du da unten finden wirst. Habe ich gerade Ohr gesagt statt Erz? It's dangerous to go alone. Take this! Sorry. Ich weiß nicht, kennt ihr Starbomb? Die machen echt geile Musikvideos. It's dangerous to go alone. Take this! So ein geiles Lied. Na, der Name ist Marlon im Übrigen. Mir gehört die Abenteurergilde. Fairy Tale. Nee, rechts. Draußen, ja. Also right outside natürlich nicht. Nicht right outside. Ich behalte mein Auge auf dir. Ja, verstehst du, Auge, weil ich nur ein Auge habe. Das andere hat mir ein Bär ausgebissen. Musst wissen, bevor ich mich Marlon genannt habe, mein Name Leonardo DiCaprio und ich habe in so ein paar Filmen mitgespielt. Wir hatten so einen Stuntbär und der hat mir... das ist jetzt unwichtig. Zeig mir auf jeden Fall, dass du würdig bist und ich denk darüber nach, ob ich dich vielleicht zu einem Mitglied mache, mein Junge. Sehr, sehr cool. Wir haben das Schwert. Yeah. Und es ist so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass hier unten... ja, genau. Es wird so sein, dass wir hier unten gegen alles Mögliche kämpfen können. Aber in erster Linie suchen wir immer den Gang nach unten. Und der Gang nach unten wird zufällig auftauchen. Entweder wenn wir Monster besiegen, irgendwelche Vorkommen kloppen, ähnliches. Und ich habe auch schon gesehen, dass das ein Gang nach unten, also dass drei Gänge nach unten im selben Flur aufgetaucht sind. So rum natürlich. Oh, Kohle. Kohle hatten wir noch nicht. So, das einzige Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir schon ziemlich dreckig am Sack sind. Das bedeutet, ich werde eigentlich nur noch versuchen, oh nein, jetzt schon. Starting to feel exhausted. Wir haben nichts dabei. Ich versuche... Oh, was? No way! Nein! Small Gold Ring. Wir haben einen Fackel... Nice! Nein! Das ist... Wow, geil! Also gleich am Anfang. Das ist Wahnsinn.
Oh nein, wir sind jetzt schon überarbeitet. Ich möchte es tatsächlich pushen. Ich muss einfach. Welche Ebene sind wir? 3, wir sind auf der... Oh, das können wir voll vergessen. Wir haben nichts zu essen dabei. Ach, ich bin schrecklich. Was ist... No way! Gerade wenn ich es davon habe. 12 Steine, was werfen wir weg? Soap oder Wood? Tatsächlich würde ich das... Cave Carrot! Yes! Yes! Okay, das hat fast nichts gebracht, aber immerhin. Es ist nämlich so, wenn wir Ebene 5 erreichen, können wir den Aufzug dort aktivieren. Aber das schaffen wir nicht mehr, befürchte ich. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Schuppdidu. Eine Geode! Yay! Du hast eine Geode gefunden. Der örtliche Schwarzschmied, will ich immer sagen. Der örtliche Schmied kann sie für eine kleine Gefälligkeit, also ein bisschen Geld wahrscheinlich, aufbrechen. Oh nein! Wir haben es über... Oh, Mist. Nein! Tja. Tja, dann... Mist. Sorry, aber dann... Es tut mir leid, ich hab's völlig übertrieben. Dann, wie bei der letzten Folge, werde ich hier Schluss machen. Heute kommt aber der Brief des Zauberers. In dem Sinne, guten Morgen und bis zum nächsten Mal. Seid gespannt auf die nächste Episode. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank und tschö mit Ö. Bis denn.